Willkommen zurück zu Let's Play Psychonaut. So, im letzten Part haben wir den Milchmann erfolgreich befreit von dieser komischen Hausmutter. Hilfe, habe ich da nur gesagt. Alter, wie verrückt ist das Spiel manchmal. So, wir werden uns jetzt wieder taktisch anders ausrüsten. Einmal wieder mit dem Schießen und natürlich das Schweben. Und die Telekinese kann da erstmal ruhig bleiben, sage ich mal. Ne? So. Oh, wir haben eine goldene Uhr gefunden, was ihr damit machen könnt. Da bin ich echt mal gespannt. Oh, sehen wir später. Ne? Sehen wir später. Oh, da ist der Milchmann und der... Na, wir haben ja im letzten Part gesehen, welche Milch er ausliefert. Brandmunition, Molotow sozusagen. Du hast genügend Psy-Karten gesammelt, um eine weitere Psy-Aufstiegsmarkierung zu machen, bla bla bla. Und ich würde mal sagen... Oder warte mal. Habe ich die Handgranate habe ich jetzt noch nicht ausgerüstet, ne? Ich guck mal eventuell. Ich rufe mal den wieder mit Speck. So, erstmal wieder das Gelaber, bla bla bla. So, ich muss mich beim Hauptquartier neu... Ich brauche eine Feindzielanalyse. Was ist das denn? Ich brauche eine Feindzielanalyse. Welches Ziel? Was ist mit diesen unheimlichen Typen, die einen ins Erdreich ziehen? Hä? Was macht man, wenn man einen Puma hört? Flugzeuge können ziemlich lästig werden, oder? Was ist mit ganz großen Geschützen, deren Schüssen man nicht ausweichen kann? Haben Sie die Elektro-LKW gesehen? Im Lungenfisch City bin ich ja echt groß, aber da sind die Panzer, bla bla. Wurden Sie schon mal von einem Saugfisch gepackt? Oh, das gibt üble Knutschflecken. Aber wenn du zweimal springst und dich dabei drehst, kannst du sie leichter abschütteln. Das ist also sehr hilfreich. Vielen Dank. Viel Glück. Das war also jetzt... Hä, habe ich jetzt die Handbombe schon bekommen oder so? Weiß ich gar nicht. Ein bisschen eigenartig ist es schon, ne? So. Hä, nee, setz mal bitte wieder Schweben ein. Nee, davon kann man nicht lang. Okay, wir sprechen ihn jetzt an. Ich bin echt gespannt. Ich bin der Milchmann. Du bist der Milchmann. Das Gefäß zerschlagen, um Hirn zu befreien. Wir haben ein Gehirn eingesammelt. Keine Sorge, Franke. Ich lege es gleich neben Kittys. Das war jetzt leicht homo, like a homo. Ausgezeichnet, das Gehirn eines anderen Kadetten. Wenn du es Fort Crawler zur Rekopfierung bringst, erhöht sich dein geistiges Gesundheitspotenzial. Jawoll! Oh, jetzt meldet er sich, ja? Dann rauscht es nicht so in den Ohren, wenn der Wind bläst. Nein, ich meinte doch, ich habe ein gestohlenes Hirn gerettet. Oh Himmel, ich wusste ja, was du meinst. Du und Sascha, ihr seid so humorlos im Einsatz. Also, kommst du jetzt her, damit wir die Nudel rekopfieren können, solange sie noch al dente ist? Ich würde mal sagen, wir haben ja jetzt, um es pragmatisch auszudrücken, haben wir jetzt das erste Gehirnchen von Frank eingesammelt. Ich würde mal sagen, einfach nur mal zur Show würde ich mal sagen, gehen wir mal kurz dieses Gehirn dann wieder einsetzbar machen. Nein! No! Verdammt, ich hätte es einfacher machen können. Ich glaube, ich muss näher ans Ufer, damit... Ja, ja, laber nicht hier. Ich mache wieder Speck. Specktime. So, jetzt labert er wieder. Blablabla. Hilfe, bla. Ich muss zum Hauptquartier neu sammeln. Roger sagt da und wir gehen zurück. Und sind jetzt bei Fort Crawler. Und jetzt gucken wir mal, wie das vonstatten geht. Einmal nur für euch zum Zeigen. Und danach machen wir mit der Hauptmission weiter. Ich bin echt mal gespannt. Der Milchmann steht da jetzt vor der Tür. Mal sehen, was er da macht. Genau, wir haben ihn angesprochen. Und er sagte, die Milch ausliefern. Das ist ein bisschen eigenartig. So, wir sprechen jetzt mal mit ihm. Wie gut, dass du das Hirn dieses Kindes gefunden hast. Es kann jetzt nicht nur wieder fühlen und denken, sondern auch seine unbewusste mentale Aufmerksamkeit auf dich lenken, wodurch sich dein geistiges Gesundheitspotenzial verbessert. Das ist doch schön. Aber ist dieser Eingriff nicht gefährlich? Mit dem richtigen Werkzeug ist gar nichts gefährlich. Wenn es auch eine schöne Sauerei gibt. Und deswegen ist sie praktisch gesehen nicht meine Freundin. Obwohl sie ein Mädchen ist und wir gute Freunde sind. Nun, eines kann ich dir sagen. Mein Vater wird mich nie wieder in dieses Lager schicken. Wo ist Kitty? Ach egal, ich finde sie schon. Ja. Danke. Wie ist die aktuelle Lage? Ich bin wieder einsatzbereit. Okay. Oh, wir werden wieder so zurückgesendet. Er hat mir super zugehört. Ich habe ja gesagt, alle Gehirne wurden entfernt. Und er sagt, wo ist Kitty? Ich suche mal nach ihr. Ja, sehr, sehr schlau, mein lieber Franke. Denn sie wurde natürlich auch... Da wurde natürlich auch das Gehirn rausgezogen. Ja, toll. So, der Milchmann. Mal sehen. Warum versuchst du das Irrenhaus abzufangen? Weil ich ganz normal... Oh Gott, Alter Schwede. So, ich öffne mal die Türen hier. Hier ist alles zugenagelt, Alter. Was ist denn hier los? Ach ja, ich guck mal aus seiner Sicht kurz, was er in der Irrenanstalt sieht. Das ist doch ganz
logisch, dass ich das auch mal herausfinden muss hier so. Okay, ich bin eine Milchflasche. Er sieht nur das Feuer. Was hatte ich denn auf der Belegung? Ja, die Telekinese hatte ich da. Kann ich den irgendwie... Nichts kann mich vom Auftrag ablenken. Ich werde erst ruhen, wenn ich die Milch geliefert habe. Ja, dann los, werf sie. Ich will hier auch durch. Warum... Was habe ich denn hier so noch? Ich habe hier irgendwas aufgenommen gehabt. Außer das Gehirn. Hä? Jetzt komme ich... Ach so, hä? Ist das, sind das hier alle? Ach so, die wurden ja wieder zurückgetan. Stimmt. Kann ich hier lang? Hier kann ich lang. Vielleicht geht's auch hier weiter. Ich weiß es nicht. Ah, hier geht's weiter. Und hier ist wieder ein Gehirn. Wunderbar, das zweite Gehirn. Jetzt spricht er wieder mit mir, oder? Blablabla, das überspringe ich mal schnell. Da haben wir schon zwei Gehirne eingesammelt. Okay, wer, was ist das denn hier? Danke, danke euch alle. Ihr seid alle so lieb. Ihr macht mich ja so glücklich. Ja, das ist auch ein Was ist jetzt los? Oh, du hast mir eine alte Trophäe gefunden. Ich sollte sie wirklich wegsperren, bevor sich noch jemand an dem glitzernden, klauenartigen Metallding da oben verletzt. Willst du die Geschichte hören, wie ich diese Trophäe errungen habe, mein Junge? Oder willst du sie mir wegnehmen, weil du denkst, ich habe sie nicht verdient? Nein, nein, sie verdienen sie. Ich habe dir nichts weggenommen. Ich wollte niemals berühmt sein. Ich wollte nur geliebt werden. Hey! Was? Du solltest doch tot sein! Ah! Ah! Oh Gott! Hilfe! Oh, du bist mir alle... Ach, die greift mich schon wieder an. Mal sehen, ob ich das hier bei ihr installieren kann, sozusagen. Ja, es funktioniert. Was läuft mit dir falsch? Bumm. Wenn dir das Stück so missfällt, ein kleines Buh tut's auch. So, wir gehen rein und gucken mal, was bei dir falsch gelaufen ist. Irgendwas mit dem Theater? Mal sehen, rein da. Die ist nämlich ein bisschen durcheinander wieder. Oh. Sieht ja schön hier aus. Wer ist das da oben? Hey, Kleiner! Siehst du nicht, dass wir hier ein Stück produzieren? Nö. Oh Gott! Selbst ein Kind sieht, dass ich die Kontrolle über diese Produktion verloren habe. Also, Becky, reiß dich zusammen. Kind? Schau, Kleiner, das war nicht immer so. Wir hatten eine Knallershow hier. Alle Welt liebte uns. Aber dann bekam unser großer Star Bonita Soleil Lampenfieber und schloss sich in ihrer Garderobe ein. Und jetzt wechseln wir eben ab zwischen Sonnenscheinschwindel und Horror in Heim Hagatha. Oh. Genau wie der Wechsel zwischen einer Wurzelbehandlung und einem Splitter im Auge. Ignoriere Jasper einfach. Er ist bloß ein Kritiker, der zufällig recht hat. Ich werde mit Bonita reden. Sie braucht sicher nur etwas Aufmunterung. Ja, und Schauspielunterricht. Wenn du Bonita wieder auf die Bühne holst, bist du der Star meiner Show. Bei jedem ist also immer so eine kleine Schwierigkeit, irgendwas, was nicht glatt läuft. Deswegen ist warte, Gloria helfen, ihre Stimmungsschwankungen in den Griff zu bekommen. Das heißt, manchmal ist sie glücklich, manchmal nicht oder so, keine Ahnung. Machen wir gerne Bonita vom Lampenfieber heilen. Ja, das müssen wir mal sehen, ob wir das schaffen. Werden wir schon, ne? Und wenn das dann nochmal eine Bonita dazu bringen, auf die Bühne zu gehen, ja. Darf ich jetzt mal erzählen hier? Warten wir nochmal ein bisschen. So. Das heißt, es gibt immer so Probleme, die nicht ganz stimmen. Zum Beispiel, der Milchmann war eingesperrt, jetzt ist er wieder frei, jetzt ist er wieder normal. Halbwegs normal, ich weiß nicht, wie man das so... Ich nehme an, sie will jetzt wirklich niemanden sehen. Stufenaufstieg, Psi-Schlag-Upgrade bei Stufe 40. Bekomme ich das... Ach so. Ich nehme an, sie will jetzt wirklich niemanden sehen. Okay, das ist Bonita, dann muss ich irgendwie rein. Warte mal. Ah, das ist wieder einfach. Da rüsten wir uns mit der Unbesiegbarkeit aus. Nein, mit der Unsichtbarkeit heißt das natürlich. Da schleichen wir uns jetzt rein. Geister. Ich bin's. Hallo. Ja, ja, die Druckbilder sind mir erstmal wichtig als... Wichtiger als du, ne? So. Bin ich böse. So. Ah, hier ist auch noch ein bisschen was. Ups. Wie geht es uns? Ach, das... Pass auf, oder ich rufe den Wachdienst. Was? Pass auf, oder ich rufe... Was? Wie redet der oder die? Das ist jetzt eigentlich... Warum sind meine ganzen Sachen weg? Hilfe! Den Wachdienst!
Wie kann ich denn... Ich will... Ah, so jetzt. Entschuldigung, Miss Soleil. Wie ich hörte, fühlen Sie sich nicht gut und ich wollte nur sagen, was immer Sie durchmachen, Sie sind nicht allein. Ich war früher selbst Künstler und ich weiß daher, wie hart es ist, wenn... Kleiner, siehst du nicht, dass ich versuche, zu mir zu finden? Oh, Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach Bonita Soleil. Die persönliche Muse von Gloria von Guten, ihrem Sonnenschein? Den Geist ihrer Jugend, ja. Das bin ich. Was willst du? Ein Autogramm? Ich bin beschäftigt. Was? Okay, auf der Bühne wartet alles auf ihren großen Auftritt. Was machen Sie hier? Auf der Bühne wartet alles auf ihren großen Auftritt. Spiele ich das nicht richtig, oder was? Ich versinke in einem Sumpf von Selbstmitleid. Warum bringe ich das nicht rüber? Soll ich mehr mit den Händen arbeiten? Also gehen Sie nicht raus auf die Bühne? Also gehen Sie nicht raus auf die Bühne. Hast du gesehen, was für Stücke wir hier spielen? Diese ätzenden Verschnitte von Gloria, schrecklich im Leben. Wie soll ich denen denn Leben einhauchen? Hör zu, die Bürde, der einzige Lichtblick in diesem Theater zu sein, ist einfach zu viel für eine schöne, strahlende und mitreißende Muse, weißt du? Gibt es keine Chance, sie auf die Bühne zurückzuholen? Gibt es keine Chance, sie auf die Bühne zurückzuholen? Für ihre Fans! Dieses Heulen, das nervt auch ein bisschen. Wenn ich nicht der einzige Lichtblick auf der Bühne bin. Ich schalte den Scheinwerfer an. Das könnte klappen. Aber du brauchst eine Kerze. Ich denke, im Lagerraum könnte noch eine herumliegen. Wenn du eine Kerze in einen Scheinwerfer steckst und anzündest, gebe ich der Show eine letzte Chance. Aber ich kann nichts versprechen. Sind Sie bereit für Ihren großen Auftritt? Ah, und wer weint da? Und wer weint da? Oh, sorry. Hey, könnten wir die Tränendrüsen mal kurz abwürgen? Danke. Das kam vom Band. Dient der Konzentration. Okay, dann lasse ich Sie mal alleine. Sie haben ja noch einiges zu weinen. Danke. Das ist echt lächerlich. Den Scheinwerfer im Theater erleuchten. Hier lang, ne? Boah, dieses Wein, das nervt mich so. Eine Kerze im Requisitenraum holen. Schlage die Schatzkammer, um sie zu öffnen. Da haben wir ein paar Geheimnisse von der, wo wir jetzt drin sind. So, hier ist jetzt, aha. Ach, das ist die Irrenanstalt. Schon früher wollte sie irgendwie eine Künstlerin werden. Sie war wohl, hatte wohl einen falschen Lehrer. Okay. 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 Alles klar. Bisschen brutal. So, klettern wir jetzt nach da oben. Oh, wieder ein Spinnweben. Da benutzen wir den Spinnwebentferner. So, dann hierauf. Oh nee, jetzt weint er auch noch rum. Was ist denn hier los, verdammt? Warum weint hier jeder? Das kann ich nicht. Ich kann das nicht ab, wenn der Erwachsene weine. Hier kommt ein Kuhn-Anhänger dran. Verdammt, warum habe ich den noch nicht? Ja. Res, das hilft nichts, wenn es immer wieder wiederholt. Ich habe es nämlich schon verstanden. Ja. Das weiß, hier kann ich einfach rüberspringen und muss nicht immer das Alberne machen. Und hier ist eine Kerze. Eine Kerze. Also jetzt gefunden. Mit der Kerze, boah, den großen Scheinwerfer aktivieren. Natürlich die Trugbilder hier alle mal einsammeln. Nach da oben kann ich, glaube ich, nicht. Das heißt, ich kletter hier nochmal nach oben. Da war irgendwas noch. Ich glaube, Schlüsselanhänger oder so. So, einmal die Seiten tauschen. Hup, hup. Das Geräusch ist aber cool, was er macht. Muss ich schon ehrlich sagen. Ah, da unten. Wow, nein. Ich will da jetzt erstmal noch nach oben kommen hier. Ach so, so komme ich nach oben. So, wieder ausrüsten. Hopsi, wunderbar. Und, habe ich dich eingesammelt? Hier kommt ein Tonanhänger dran. Sehr gut, Rasputin. Beim fünften Mal, da glaube ich dir auch. So, wo, hier kommen wir wieder raus, auf die Bühne. Und hier vorne wieder ein Spinnenweb, diese Spinnenweben. Und da oben, das können wir jetzt aber mal befreien hier. Nee, ich habe das falsch gedrückt, verdammt. Chi wieder so ein Teleporter. Ich finde die Teile irgendwie lustig. Machen lustige Geräusche. Ne, Teleporter, genau. So. Wollen wir mal mit dem sprechen? Vielleicht machen wir mal. Komme ich später wieder, wenn er ist eingeschlafen. Er sieht zu fies aus zum Wecken. Ja, der ist... ist echt... Keine Ahnung, der ist ein bisschen böse, finde ich. Was ist das hier? Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Ach so. So, das sammeln wir ein. Das sammeln wir ein. Boah, ich bin so ein richtiger Einsammler geworden. Unglaublich, oder? Ich sammle alles hier ein. Versuche ich. Tut mir leid, darunter. Oh, wenn ihr die Story nur sehen wollt. So, warte, das haben wir auch noch einen kurz. Her damit. Wir haben noch nicht alle. Okay, das heißt, es gibt noch mehr davon. Hier verteilt. Wir müssen jetzt nach oben auf jeden Fall springen. Hui, hui. Komm schon. No, doch.
So, komm. Ach, egal. Alle brauche ich eh nicht. Und hier. Ah, hier für diese Heulsuse. Wir wissen, wo es war. Wo ich nichts hatte. Wo er immer gesagt hat, hier braucht es einen Anhänger oder so. So. Kerze ist eingelegt. Nun, wie zünde ich eine Kerze an? Ja, das ist jetzt sehr schwer. Also, ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Hab ja leider nicht Pyrokinese. Zack. Und sieh's an. Vorhang auf. Für die wunderbare Gloria. Rührt euch, Leute. Bonita Soleil betritt gleich die Bühne. Ach, Bonita. Auf Position 1. Und Action. Meine Damen und Herren, heute Abend spiele ich die wunderbare Gloria von Guten, die berühmte Schauspielerin. In einer nostalgischen Reminiszenz an ihren Durchbruch in dem Smash-Hit-Musical. Sonnenscheinschwindel. Und wo wäre Gloria heute ohne ihre Muse? Ihren Sonnenschein. Den Geist ihrer Jugend. Heute Abend wieder gespielt von Bonita Soleil! Oh, ich hoffe so sehr, dass meine Mutter stolz auf mich ist. Ach, nicht schon wieder! Das Phantom! Hm? Ich habe schon viele miese Stücke gesehen, aber das hier ist eine Bedrohung und es ist nur ihre Schuld. Ihr schlechtes Spiel lässt das Phantom zuschlagen. Diesmal gibt's eine formelle Beschwerde und dann wird das Theater geschlossen. Toll, ich gehe mich mal eben kurz umbringen. Sie könnten mir auch mal konstruktive Kritik üben. Kind, willst du ein gutes Stück sehen, dann komm zu mir. Ich habe dein Skript, das haut alle um. Versprochen. Wir gehen also gleich zu ihm. Vorsicht! Das ist die manuelle Stimmungskorrektur. Damit stellen wir die Stimmung für das Stück ein. Nicht dran fummeln, sonst gibt's fröhliche Stücke mit traurigem Bühnenbild und umgekehrt. Totales Chaos. Oder noch schlimmer, Improvisation. Also, was immer du tust, spiel nie mit der manuellen Stimmungskorrektur, sonst passieren die merkwürdigsten Sachen. Ich glaube, das heißt, Becky erzählt mir nicht die ganze Wahrheit. Das machen wir also. Ich sollte hier mal die Meinung sagen. Im nächsten Part mit der Kerze den großen Scheinwerfer quinten. Gegen das Phantom spielen, kämpfen, einen Weg hinauf auf die Laufschläge finden. Wer ist der Phantom? Das Phantom meine ich. Erst habe ich gedacht, das wäre der Kritiker, weil der auch so eine komische Hand hat, aber der kommt anscheinend. Na Quatsch, das war ja nicht. Kann er gar nicht sein. Ne? Physikalisch unmöglich, irgendwo da oben. Also, ich bin gespannt, im nächsten Part werden wir hier ein bisschen wieder für Ordnung sorgen. In diesem Chaos. Boah, ist hier wieder viel. Das sammle ich nochmal ganz, ganz kurz ein. Ja, geil. Boah, haha, so viele Trugbilder. Ich liebe es einfach. Sorry, aber das kennt ihr bestimmt auch von irgendein paar Spielen, wo ihr einfach Sachen einsammeln könnt für Upgrades und so. Alle geistigen Spinnweben entfernt. Und genau mit diesem Signal hier sage ich, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.